König? Mir auch eine Gottheit. Ein Pharao? Ganz sicher? Osiris ist auch, ja. Ich würde sagen, ich bin verbastet, ich weiß A oder B. Steht übrigens Osiris. Oh, ich habe mich vertippt. Upsi. Alles ist C. Stimmt. Gibt's nicht. Clara, erstmal danke an euch beide fürs Teilnehmen bei meinem Verräter-Quiz-Format. Einem Quiz-Format, in dem ihr mit dem jeweils anderen Partner bzw. der Partnerin zusammen antretet und Punkte sammelt. Das heißt, ihr beantwortet die Fragen gemeinsam, ihr könnt euch während der Fragen jederzeit unterhalten, Tipps geben, abschweifen, was auch immer und sammelt gemeinsam Punkte. Der Clou an diesem gesamten Quiz ist, dass ihr nicht nach der richtigen Antwort sucht, wie zum Beispiel bei Wer wird Millionär, sondern nach einer falschen Antwort, also dem Verräter. Als kleines Beispiel... Ich würde sagen, oder die Aussage im Quiz wäre, ich bin eine Farbe. Der hat mir rot, gelb, blau und Stuhl oder Tisch oder irgendwas anderes, was auf jeden Fall keine Farbe ist, ne? Lara würde natürlich direkt wissen, ey, Stuhl ist keine Farbe. Gnu würde aber sagen, wait a minute, ich glaube schon, blau ist eine Farbe. Dann könnt ihr euch halt die ganze Zeit miteinander unterhalten, den Verräter raussuchen und euch am Ende hoffentlich auf Stuhl einigen und euch den ersten Punkt sichern. Es gibt insgesamt 10 Fragen, die ihr gemeinsam beantwortet. Und ganz am Ende habe ich die tiefsten Tiefen des Internets durchforstet, um eine Frage über Gnu für Lara zu finden und eine Frage über Lara zu Gnu. Ich habe mir verschiedene FAQs von euch angeguckt, die ihr früher aufgenommen habt, die auf YouTube sind. Ich habe versucht, irgendwas Spannendes herauszufinden, auf jeden Fall. Dabei natürlich. Was du bist. Dabei du natürlich, recherchierst, ey. Ich habe mir heute 5 Frag-mich-Videos von Gnu angesehen. Ich weiß alles über dich, glaube ich. Jetzt. Das ist insane. Über Lara gab es leider nicht so viel, aber über Lara habe ich auch, glaube ich, was Spannendes gefunden. Was? Ich habe super viel gesucht und herausgefunden, okay? Aber ich denke, das Quiz... Auch Interviews, ganz viel. Habe ich auch gesehen. Alle. Ich bin eine Farbe. Erdbeerrot, Karamell, Lachs oder Blaubeerblau. 3 dieser Sachen sind Farbrichtungen, die es wirklich gibt oder Farben. Und eine davon ist entweder abgewandelt oder frei dazu gedichtet. Ihr könnt jetzt gerne anfangen. Okay, also... Lachs schließen wir schon mal aus. Ja. Weil Lachs ist auf jeden Fall eine Farbe. Ja. Karamell ist eigentlich auch eine Farbe. Aber es gibt halt, wenn man so über Kleidung nachdenkt, gibt es halt nichts, was Karamellfarben betitelt wird. Findest du nicht? Aber Blaubeerblau halt auch nicht. Und Erdbeerrot gibt es ja auch nie. Aber ist Lachsfarben nicht auch eher sowas wie Korall? Ja. Altrosa. Lachs auf jeden Fall eine Farbe. Lachs auf jeden Fall eine Farbe. Also ich schwanke halt zwischen Blaubeerblau und Erdbeerrot eigentlich, oder? Also Lachs ist halt Lachsfarben, wie Lachs ist so rötlich. So wie mein Oberteil, oder? Lachsig halt. Ja, so in die Richtung. Ja. Ich glaube... Karamell? Ich finde halt Blaubeerblau so mega komisch. Erdbeerrot, ich weiß, Erdbeerrot, es gibt halt so viele Rottöne, die man ja auch anders nennen kann. Scharlachrot. Korall. So viele. Ja, Scharlachrot. Dunkelrot. Dunkel. Hellrot. Kaminrot. Oh mein Gott. Tagerot. Deswegen würde ich sagen, es ist. Ich finde Blaubeerblau komisch. Ich finde Blaubeerblau auch komisch. Blaubeerblau, weil da steht ja schon Blau drin. Wahrscheinlich ist es das Weirdeste. Blaubeerblau ist es halt wahrscheinlich. Und es ist wahrscheinlich Erdbeerrot, weil das Dümmste ist es dann wahrscheinlich trotzdem wieder. Erdbeerrot, Kirschrot. Ja, es ist doch sonst Kirschrot. Dann ist es Erdbeerrot, oder? Aber Erdbeerrot ist vielleicht heller als Kirschrot. Haben Erdbeeren und Kirschen dieselbe Farbe? Oder rosa? Oder Kirschen sind vielleicht ein bisschen dunkler als Erdbeeren. Aber es ist doch Kirschrot. Ich würde A sagen, vom Feeling ich sag her. Auch A. Ja. Ihr loggt A ein? Ja. Okay. Zunächst einmal Lachsfarben, genauso wie ihr gesagt habt, ist diese schöne rosane Rosé, wie auch immer man das betiteln will. Fun Fact, Frauen sehen tatsächlich tendenziell weitaus mehr Farben als Männer. Ihr habt andere Lichtrezeptoren und deswegen ist, glaube ich, auch so schwierig für Männer Farben zu unterscheiden. Karamell ist so, kennt ihr diese vierkigen, harten Karamellbonbons, die es mal bei Oma gab? So ungefähr sieht die Farbe Karamell auch aus tatsächlich. Dann habt ihr gesagt Erdbeerrot, Blaubeerblau, das eine, das andere. Ihr habt ein bisschen hin und her geschwankt, habt euch dann für Erdbeerrot entschieden. Das war leider falsch. Blaubeerblau war dazu gedichtet. Blaubeerblau habe ich mir aus dem... Kannst du wissen, wie Erdbeerrot sieht? Es ist so ein ganz weirder, etwas heller Rotton, glaube ich. Es ist hässlich. Es gibt Johannisbeerrot, es gibt Himbeerrot, es gibt Erdbeerrot, Brombeerrot. Es gibt eine Menge Rot. Heidelbeerrot. Oh mein Gott. Was ist das denn? Okay, alles klar.
Ja gut, ich meine, von hier aus, jetzt mal so rum, kann es nur noch bergauf gehen. So, es kann ja nicht noch schlechter werden, technisch gesehen. Ey. Es gibt auch keine Gewinner und keine Verlierer. Dabei sein ist alles. Das haben meine Eltern schon immer gesagt zu mir. Ich frage mich halt, ob es Menschen gibt, die wirklich genau immer diese Farbe benennen können und sagen, nein, das ist etwas. Safe, safe. Ist, auf jeden Fall. Heidelbeerrot. Heidelbeer ist gar nicht rot. Heidelbeerblau. Ey, ich kann zwischen zwei Rottönen und Blautönen kaum unterscheiden, aber es gibt bestimmt Leute, die haben ein richtig gutes Auge dafür. Aber gucken, vielleicht war das Thema auch einfach nicht so euers. Gehen wir mal wieder zum Gaming, denn ihr seid ja auch Gamer, Streamerin oder Game-Streamerin. Ich erschien 2021 Leonard Mess 2, Cyberpunk 2077, Monster Hunter Rise und Yakuza Like a Dragon. Ihr könnt gerne. Dann also, wer lügt? Ich erschien 2021, Little Nightmares war 2021, Cyberpunk war ja auch 2021, Monster Hunter Rise habe ich mit Hanno auch 2021 gespielt. Aber Cyberpunk war 2020. Cyberpunk kam im Dezember 2020 raus. Das sollte im Oktober kommen und dann kam es im Dezember, ja. War das noch 2020? Das war 2020. Ich bin mir 110% sicher. Okay, weil in Nightmares und Monster Hunter habe ich 2021 gespielt, ganz sicher. Dann machen wir B. Okay, ihr lockt B ein. Schade, ich dachte, ich kann euch da vielleicht ein bisschen tricken. Aber ja, Cyberpunk 2077 kam natürlich perfekt zum Weihnachtsmarkt 2021 raus. Ist jetzt schon fast ein Jahr raus, ne? Kann man, ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Als ich die Liste durchgesehen habe, so dachte, Cyberpunk? What the fuck, schon ein Jahr ist das Spiel draußen? Ich glaube, The Nightmares krass. Und Monster Hunter kamen beide im Frühjahr, irgendwann Februar, März. Und Yakuza kam April, Mai, Juni, irgendwann so um den Dreh rum raus. Crazy! Easy erster Punkt. Da kann man auch gerne mal applaudieren. 50% aller Fragen bisher richtig beantwortet. Tendenz steigend natürlich, Mal gucken. Und jetzt kommt die nächste. Wie viele Fragen gibt's? 10. Oh, ich bin eine. Das war Gnu. Ich wünschte, ich könnte das. Bin eine ägyptische Gottheit. Hebe, Bastet, Osiris und Ra. Vielleicht ist also Mythologie Osiris, ja euer. Auf jeden Fall. A oder B, Bastet, Hebe. You're busted. Hebe. Ich konnte Hebe. Ich konnte Hebe, es ist zu schwer. Ich finde halt, Hebe hört sich irgendwie noch so ein bisschen ägyptisch an. Bastet hört sich irgendwie. Finster? Ja. Aber Bastet ist gerade vielleicht so weird, dass es. Hebe. War Hathor nicht auch eine ägyptische Gottheit? Oder war das griechisch? Hathor, Hebe. Hathor war griechisch, ne? Oder ägyptisch? Ich finde, also ich hätte Bastet gesagt. Bastet, Hebe. Aber lass uns mal, warte mal, überlegen. Eine ägyptische Gottheit, ne? Ganz wichtig. Ra war auf jeden Fall einer. War Osiris nicht einfach ein König? Ja, auch eine Gottheit. Ein Pharao? Ganz sicher? Osiris ist auch, ja. Ich würde sagen, ich bin verbastet. Ich weiß A oder B. Steht übrigens Osiris. Oh, ich habe mich vertippt. Upsi. Alles ist C. Stimmt. Gibt's nicht. Oh Mann, ich weiß nicht. Du sagst B, ja? Aber es ist auch nur ein Gefühl. Und die ägyptische Gottheit Hebe. Und die ägyptische Gottheit Bastet. Bastet ist so, das ist so. Ja, ich auch Bastet. Das hört sich an wie. Aber halt auch. Nee, es hört sich an wie dieses Wasted von GTA Live. GTA, dieses hier Wasted. Und der ägyptische Bastet Hebe. Ich weiß nicht. Ich finde beides weird. Ich finde Hebe noch weirder. Aber ja, du sagst Bastet, ja? Bin mir nicht sicher. Dann nehmen wir B. Ja, dann nehmen wir B. Bin nicht sicher. Gewinnt man was am Ende? Die Aufmerksamkeit und Liebe des Chats. Also wenn wir es offensichtlich machen würden, würde ich sagen A, weil ich denke, Bastet hört sich so weird an, dass man denkt, das ist es nicht, dass es bestimmt ist. Aber damit sind wir vorhin auch schon reingefallen, wegen Blaubeerblau. Jetzt die Frage, ob jetzt sich Mr. Burrito dachte, ey komm, diesmal machen wir es so. Jetzt machen wir Bastet, da denken die bestimmt, das ist es nicht und Hebe ist es dann. Ich kann keine Stellung nehmen dazu. Mr. Burrito. Ich enthalte mich. A little bit hard. Okay, würde ich sagen, komm, wir nehmen A all in, oder? Okay, let's go. Oder? Ja. Ihr lockt A ein, Hebe? Ja. Oh, Hebe ist 100% ägyptische Gottheit, ne? Okay. Hebe ist die Gottheit der Hebamme. Ra ist, glaube ich, der bekanntesten ägyptischen Götter, ist so der Zeus des ägyptischen Pantheons fast. Sonnengott oder als Sonnengott verehrt. Ja. Osiris ist, soweit ich mich erinnere, der Gott des Jenseits aus dem Ägyptischen, da wart ihr auch richtig. Bastet ist auch eine Gottheit. Ah! Aber die ägyptische Gottheit der Katzen und Hebe ist eine griechische Gottheit. Es ist eine Gottheit, es ist griechisch. Ja, ja, es ist eine griechische Gottheit und Bastet ist die Gottheit der Katzen. Bastet hört sich aber cool an. Ist ein cooler Name, ne? Aber cool, ich meine, 66%, 2 von 3 Fragen. Ist ein pretty guter Streak. Aber gut, gucken wir das mal weiter, wie ihr weiter abschneidet. Oh mein Gott, war das eine ekelhafte Transition. Ich gehöre zu den 4 Instagram-Accounts mit den meisten Followern weltweit, okay? Dwayne The Rock Johnson
Ariana Grande, der Instagram-Account selber. Und Selena Gomez. Die haben halt alle irgendwie gleich viel wahrscheinlich. Also Selena Gomez hat schon sehr viel. Die war ja auch lange vor Kim Kardashian. Ariana Grande ja auch insane. The Rock hat auch sehr, sehr viele. Ich glaube, dass Instagram mittlerweile nicht mehr so viele hat. Oder die haben auch sehr viele. Ich habe, glaube ich, letztens sogar bei Instagram geguckt. Ich würde sagen, The Rock oder Instagram, einer von den beiden hat nicht so viele. Einer von den beiden. Ariana Grande hatte richtig viel. Und Selena Gomez auch. Die war ja bis vor kurzem noch vor der Kim Kardashian. Deswegen die beiden würde ich rausnehmen. Das ich würde vielleicht auch The Rock nehmen, tatsächlich. Ja. Weißt du nicht? Ich glaube, dass Instagram-Account auch sehr viele Follower hat. Ja, ja. Aber was macht der denn? Macht der irgendwas? Gibt's ja, Bodybuilding. Ja, ja. Der macht halt ganz viel Bodybuilding und so. Nein, ich meine Instagram, den Instagram. Ja, ja, die haben es. Ja. Da tun die mehrere neuesten Features vorstellen, Werbung machen. Aber Follow für Follows bestimmt oder sowas, keine Ahnung. Ja, deswegen, die können sich halt auch faken, ne? Deswegen ist halt die Frage, ich würde fast The Rock sagen, weil man denkt an Instagram. Aber ich glaube, ich wusste noch, dass ich geguckt habe und mir dachte, so viel, das kann doch nicht echt sein. Selena Gomez hat auch unfassbar viel, also das weiß ich noch. Dann würde ich The Rock nehmen. Okay, gehen wir also The Rock. Eigentlich würde ich sagen Instagram, aber irgendwie glaube ich, dass Instagram mehr Follower hat als The Rock. Okay, The Rock, let's go. Okay, lock The Rock ein. Deswegen sag mal, gut, dass ihr nicht Instagram genommen habt, denn Instagram ist der weltweit meistgefolgte Account mit 420 Millionen Followern. Ob das echte Menschen sind, sei mal dahingestellt, das ist die Zahl, die angegeben wird, ne? Laut Statista zumindest. Ich habe die Statistik aus Statista auch an der Stelle. Ariana Grande hat 264 Millionen Follower und Followerinnen, was auch eine sehr beeindruckende Zahl ist. Dwayne The Rock Johnson hat 267 und Selena Gomez hat 259 Millionen Follower und sind auf dem siebten Platz der meistgefolgten Accounts auf Instagram. Aber knapp hinter The Rock. Knapp. Die sind alle relativ close beieinander tatsächlich. Also mehr als Ariana Grande, guck mal. Also die Zahlenangaben sind alle in Millionen, ne? Ich habe das jetzt nicht eingeschrieben, weil es ja, aber Platz guck mal, The Rock hat mehr als Ariana Grande. Ja, der ist ja Filmstar, der war Wrestler, der hat, glaube ich, auch gerappt oder sowas. Er hat auch nur so viel Follower, weil er größere Brüste hat als die beiden zusammen. Die ja. Machen. Ihr habt die Er hat mittlerweile 270 Millionen sogar. Oh, da ist die Statistik sogar outdated. Wow. Das muss man sich mal so vorstellen, so 270 Millionen Menschen. Ja, vor allem, dass er auch so groß muskulös sind, fällt ja auch jeder auf. Da kann er auch nicht mehr einfach nochmal rausgehen. Ich gehöre zu den 10 beliebtesten Freizeitaktivitäten der Deutschen. Ich kann euch noch kurz sagen, wie die Statistik ausgehoben worden ist. Die Leute wurden zwischen 2017 und 20 gefragt, machen sie diese Aktivität mindestens mehrmals im Monat. Danach wurde das definiert. Fernsehen, Zeitschriften oder Illustrierte lesen, Fahrradfahren und im Internet surfen. A, C, D, ich würde sagen B. Ja, würde ich auch sagen. Tatsächlich, warte kurz. Also D auf gar keinen Fall. A würde ich eigentlich auch nicht sagen. Zeitschriften, das sind ja noch nicht mal Zeitungen, ne? Das sind ja nur Zeitschriften. Ja, und Illustrierte, wer hat das heutzutage? Ist doch eh alles online. Ja, Fahrradfahren, vielleicht sogar Fahrradfahren auf dem letzten Platz. Vielleicht fahren die Leute einfach Fahrrad. Ja, oh, ich glaube schon, dass die viel vielleicht fahren. Vielleicht fahren wirklich weniger Leute Fahrrad, als die Zeitschriften lesen. Ich würde B sagen. Ja. B. Ihr lockt B ein. Okay, zunächst einmal, Fernsehen ist das mit Abstand populärste, die mit Abstand populärste Freizeitbeschäftigung. 94% der Befragten haben angegeben, dass sie mehrmals pro Monat fernsehen. Also ich weiß nicht, wen sie gefragt haben, aber insane actually. Im Internet surfen ist, glaube ich, die drittmeist oder die drittpopulärste Freizeitbeschäftigung mit 81%. Zeitschriften und Illustrierte, die sind natürlich direkt abgeschmettert. Aber es gibt mehr alte Menschen in Deutschland, als es junge Menschen gibt. Und das ist mit 72% immer noch vor Fahrradfahren, was mit 38% auf dem 14. Platz ist. Was ist denn? Aber gut, wir lernen immer wieder was Neues dazu. Bildungsauftrag heute auch erfüllt. Gehen wir jetzt mal so ein bisschen ins Reich der Tiere. Ich bin ein Tier. Die Hirschmaus, die Warzenschnecke, der lachende Hans und der hüpfende Lurch. Eine dieser Sachen gibt es nicht wirklich. Oh. Drei den schon. Der hüpfende Lurch, den gibt's, den kennen wir ja als Revi. So wie in, wie heißt nochmal der Film? Die Geister, die ich rief, wo sie am Ende dann der Maus... Das Geweih wollte, er wollte, dass sie der Maus das Geweih antackert auf dem Kopf. Kennt ihr noch den Film mit Bill Murray? Und dann hat er gesagt, tackern Sie es einfach an! Oder irgendwie sowas. Oh. Deswegen Hirschmaus mit Geweih. Die Hirschmaus. Ich glaube, ihr guckt nicht dieselbe Art vom Film, Alter. Also, was? Wie alt bist du?
Oha, ich bin 25. Okay, ja, dann kennst du es wahrscheinlich nicht mehr. Du kennst nicht die Geister, ich rief einen der geilsten Weihnachtsfilme ever. Also, wenn wir mal so fragen, aber der ist lachen, aus den 90ern, also. Ich glaube, den lachenden Hans gibt's nicht, was soll denn das für das ist so ein dummer Name, den gibt's auf jeden Fall. Sonst würde er nicht stehen. Das ist auf jeden Fall ein Tier. Die Wolf. Ich sag, es gibt den hüpfenden Lurch nicht, sag ich. Oder die Warzen. Weil Lurche hüpfen nicht. Oder hüpfen die? Lurche. Ja, aber lachen Hanse oder lachen Hänse? Vielleicht gibt's einen, der hüpft. Aber es ist ein Hans. Ich glaube, es ist vielleicht irgendwie ein, weiß ich nicht, lachender Hans, vielleicht. So ein komischer Vogel, der so, macht oder so. Ja, tatsächlich. Ja. Oder ja, gut. Warzenschnecke, vielleicht gibt's auch keine Warzenschnecke. Gibt's Schnecken mit Warzen? Was? Ja, ich würd das nicht so argumentieren, ne? Es gibt ja auch keine Mäuse mit Hirschgeweihen so, aber die Hirschmaus gibt es ja doch anscheinend nach euch. Also ich sag, es ist D. Ich sag, Lurche hüpfen nicht. Okay, bin dabei. Lockt ihr ein? Ja. Okay. Ich lese mal kurz ein paar Beschreibungen vor, ja? Mhm. Denn die Warzenschnecke gibt es wirklich. Sie ist eine im Meer lebende Nacktschnecke. Ihr Name kommt von den dicken, großen Warzen auf ihrem Körper, die eine helle, leuchtende Farbe haben. Also praktisch ich. Ja. Die Hirschmaus gibt es auch. Das ist so eine kleine Feldmaus, ist das, glaube ich. Die ist super süß, super niedlich tatsächlich. Dadurch ähnelt es dem Sommerfell des Weißwedelhirsches sehr stark. Also das Fell ist die Namensgebung. Der lachende Hans ist so irgend so ein dreckiger Vogel, der wirklich ekelhaft laut ist und den hüpfenden Lurch. Ja. Und den hüpfenden Lurch habe ich mir dazu gedichtet. Den gibt es natürlich nicht, denn wie der gesagt hat, Lurche hüpfen natürlich nicht.